Hätte ich einen Grill parat, dann wäre das heute ein Festtag für die Griller, denn heute gibt es das Gericht von Irmgard aus dem Dunkelsteiner Wald im Bezirk Melk. Und Irmgard hat eingeschickt, ja, Schaschlik, also Spieße mit köstlichem Fleisch und Gemüse. Bei mir in der Pfanne gemacht, dazu aber auch ein selbstgemachtes Sößchen. Was habe ich? Ein Schinkenspeck, den habe ich mir schon in Streifen geschnitten. Und jetzt bin ich schon dabei, die Fleischstücke zu schneiden für den Schaschlikspieß. Was nimmt man? In dem Fall ist das ein Schopf, Schweinefleisch. Man sieht ja auch hier, es ist wunderbar gut durchzogen. Diese Fettadern schmelzen dann sehr schön beim Braten. Und dann wird es richtig gut und zart und darf auch ruhig ein bisschen fetter sein. Für drei Spieße, drei Stück Fleisch pro Spieß, würde ich mal sagen. Das sollte reichen. So. Ja, schneiden wir es ganz fertig. An Gemüseauswahl hätte ich heute anzubieten. Paprika Tricolore, das soll auf jeden Fall dabei sein. Und natürlich Zwiebel und Knoblauch. Und für selbstgemachte Sößchen, das werden wir dann so ein bisschen mit Tomatenmark und in dem Fall Weinbrand, also Nolibla, ablöschen und gut zusammenrühren. In erster Linie werden jetzt einfach einmal die Spieße gesteckt. Davor kann ich aber schon etwas Tomatenmark hier in meinen Topf geben. Nicht zu knapp. Im Tomatenmark konzentrierte Paradeiser ist ja recht viel Säure drinnen. Das heißt, wenn man das ein bisschen hier in einem Schuss Olivenöl anbrät, bis es dunkel wird, dann verstärkt sich nicht nur der Geschmack, sondern die Säure wandelt sich hier auch ein bisschen fast in Süße um. Dazu kommen ein paar kleingeschnittene Knoblauchzehen. Das darf ruhig ein bisschen mitköcheln. Eine Schalotte. Muss nicht allzu klein geschnitten werden. Nur leicht glasig, dass der Knoblauch nicht braun wird. Kann man gleich Kräuteln dazu tun. Ich nehme auf jeden Fall ein Rosmarin für die Schaschlikspieße und ein paar Nadeln für die Soße. Ein bisschen mit der Temperatur aufpassen. Dann die Paradeiser. Das ist eine recht fleischige Paradeiser. Die behält nicht die Form, sondern wird sich hoffentlich recht schnell zerkochen. Muss mal mit der Gabel ein bisschen nachhelfen dann vielleicht. Man hört schon, Paradeiser löscht jetzt hier auch ab. Den guten Saft heben wir auch auf. Unterrühren, Salz und Pfeffern. Und dann möchte Irmgard noch Curry dazu. Bitte schön. Etwas Curry. Kleine Gewürzmischung mit ein bisschen Paprikapulver und getrocknetem Majoran habe ich auch noch dabei. Etwas Honig. Ein Schuss vom Wermut und etwas Suppe und das wird so eine Art Relish, passt sicher hervorragend zu den Spießen. Da können wir den Deckel drauf tun und das darf jetzt genüsslich vor sich hin köcheln. So, jetzt zu den Spießen, damit das Öl schon aromatisiert vom Rosmarin und jetzt noch die Paprika. Das sollte natürlich alles relativ gleich hoch sein, damit es sozusagen auch
in der Pfanne alles gleich hoch ist. Sonst brät das eine an und das andere nicht. Aber damit sollte das eigentlich passen. Dann haben wir noch Grün. Und die gelbe Paprika. Ich habe auch schon mal gehört, dass das verschiedene Sorten sein sollen. Ist nicht. Der grüne Paprika ist grün, weil noch nicht voll reif. Dann wieder irgendwann gelb und am Schluss rot. So ist es. Zwiebeln. So, nachdem ich nur kleine Schalöttchen habe, werde ich die eigentlich im Ganzen lassen und jetzt abwechselnd mit dem Schinkenspeck hier auf die Spieße. Ein Stück Schinkenspeck, einen orangenen, noch ein Stück Fleisch, so dass das schön alles zusammenpasst. Und das Ganze funktioniert natürlich auch am Grill perfekt. Jetzt geben wir ein bisschen Kraft auf die Pfanne. Sollen wir Salz und Pfeffern vorher? Sollen wir es mit irgendwas würzen? Nein, ich glaube, Sie sollten eigentlich mit diesem Rosmarin geflavorten Öl genug Geschmack haben. So. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur, sie so alle 2-3 Minuten zu wenden und dann mit unserer Soße gemeinsam noch ein bisschen köcheln zu lassen. Paradeiser sind da schon weich, zerdrücke ich gleich und lasse sie noch ein bisschen weiter köcheln. Jetzt peitschen wir es ein bisschen mit dem Rosmarin. Drehen Sie einmal schön um. Jetzt sieht man schon schön hier ein paar gute braune Stellen auf den Spießen. Das heißt, jetzt wird es dann langsam Zeit, mit der selbstgemachten Soße aufzugießen und das Ganze noch ein bisschen in der Soße köcheln zu lassen. So, wie hat sich das entwickelt hier? Also aussehen tut es ja super. Wie schmeckt's? Gut, vielleicht eine kleine Prise Salz noch. Und dann gießen wir das an. Und die dürfen da jetzt herrlich in dem Safterl noch weiter schmurgeln und in knapp 10 Minuten können wir anrichten. So, und schon sind sie fertig, die Schaschlikspieße von Irmgard. Und sie schauen doch durchaus sehr köstlich aus. Schaut schön angebraten. Zweiten Spieß drauf. Der da ist für mich. Und jetzt natürlich von diesem selbstgemachten Relish. Beiden Seiten. Schön was dazugeben. Rosmarinstammerl in die Mitte. Und fertig sind Irmgards Schaschlikspieße in der Pfanne oder am Grill mit Soße. Ein Gedicht. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Gleich so runter.